Beberle. In den Tagen vor der Abstimmung über das Bauprojekt Stuttgart 21 waren die Aufkleber im Straßenbild nicht zu übersehen. Die Ja-Seite, also die Gegner des Projekts, waren hier klar in der Überzahl. Genutzt hat es jedoch bei der Stimmabgabe nicht. Es ist sogar durchaus denkbar, dass die ein oder andere Nein-Stimme sogar aus Ärger über die vielen Beberle heraus erfolgte. Dafür war die hohe Beteiligung an der Abstimmung ein Sieg für die direkte Demokratie. Für eine einzelne Sachfrage ist eine Wahlbeteiligung von 48,3% sehr hoch. Sie liegt deutlich über dem Durchschnitt bei vergleichbaren Volksabstimmungen. Der liegt bei rund 38%. Dabei sollte die Gültigkeit einer Volksabstimmung nie von der Abstimmungsbeteiligung abhängen. Bisher sind deutschlandweit 5 Volksabstimmungen trotz Ja-Mehrheit unecht am Zustimmungsquorum gescheitert. Obwohl die Hintergründe des Bauprojekts Stuttgart 21 komplex waren und die Faktenlage nicht eindeutig, haben viele Menschen Interesse gezeigt und sich eine eigene Meinung gebildet. Damit haben sie gezeigt, dass sie ihre Stimme bei Sachentscheidungen abgeben können und wollen. Doch unfaire Hürden haben dies in der Vergangenheit immer verhindert, auch und gerade bei den Ereignissen um Stuttgart 21. Deswegen müssen nun die Verfahren von direkter Demokratie in Stadt und Land zügig verbessert werden. Quoren schädigen die positive Wirkung der direkten Demokratie. Abstimmungsergebnisse können verzerrt werden. Im Falle des unechten Scheiterns setzt sich sogar eine Minderheit der Abstimmenden gegen eine Mehrheit durch. Von einem unechten Scheitern spricht man, wenn eine Mehrheit zwar erreicht, zugleich aber das Quorum verfehlt wird. In Baden-Württemberg liegt dieses Quorum bei 33% aller Wahlberechtigten. So hoch ist es sonst nur noch im Saarland und in Mecklenburg-Vorpommern. Das Zustimmungsquorum gehört bei einfachen Gesetzen abgeschafft und bei Verfassungsänderungen gesenkt. Im Mehrdemokratie-Volksentscheids-Ranking liegt das Land mit Note 4,9 auf dem vorletzten Platz. Seit 1956 gibt es in Baden-Württemberg die direkte Demokratie auf Gemeindeebene. 1974 kamen landesweite Volksbegehren hinzu. Seitdem hat es 9 Anträge auf Volksbegehren gegeben. Sie blieben alle erfolglos. Dementsprechend gibt es bis heute keine von den Bürgerinnen und Bürgern in die Wege geleitete Abstimmung. Der Entscheid zum Ausstieg des Landes aus den Finanzierungsvereinbarungen ist ein bisher deutschlandweit einmaliger Fall. Er kam zustande, weil sich die Regierung innerhalb der eigenen Koalition auf keine gemeinsame Position zum Bau des Tiefbahnhofs einigen konnte. Die Bürgerinnen und Bürger Baden-Württembergs haben die Verantwortung für die Entscheidung übernommen und für eine zusätzliche Legitimation gesorgt. Es bleibt zu hoffen, dass die hohe Beteiligung dazu führt, dass die Volksabstimmung eine befriedende Wirkung zeigt.